Mein Name ist Klaus Buchner. Ich bin 77 Jahre alt, verheiratet, habe 4 Kinder. Ich komme ursprünglich aus München und war, bevor ich ins EU-Parlament gekommen bin, Professor für Mathematik an der Technischen Universität München. Ich kandidiere auf Listenplatz 1, weil ich meine erfolgreiche Arbeit im EU-Parlament fortsetzen will. Ich habe bisher doch einiges erreicht gegen die neoliberalen Freihandelsabkommen, die unsere Demokratie ganz wesentlich einschränken, die auch die Bürger zu Zahlungen verpflichtet für die großen Konzerne außerhalb der normalen Steuern. Das halte ich nicht für richtig. Außerdem konnte ich doch eine Menge erreichen für Exportverbote von Überwachungstechnik an autoritäre Staaten. Ich möchte daran erinnern, dass der arabische Frühling zusammengebrochen ist, weil über europäische Überwachungstechnik die Regimegegner identifiziert hat und die dann eingesperrt wurden. Das darf nicht so weitergehen. Ich habe hier viel erreicht und möchte diese Arbeit fortsetzen. Zurzeit werden eine ganze Reihe neuer Freihandelsabkommen verhandelt. Eines davon ist zum Beispiel JEFTA, das Abkommen mit Japan. Eine von vielen Problemen dort ist, dass die Banken weiter liberalisiert werden sollen. Gerade die Produkte, die vor 10 Jahren zum Finanzcrash geführt haben, sollen weiter liberalisiert werden. Das heißt, das ist der Weg in eine neue Finanzkrise. Das müssen wir stoppen. Diese Freihandelsabkommen schränken auch unsere demokratischen Möglichkeiten und Freiheiten sehr stark ein. Auch das muss gestoppt werden. Mein erster Chef an meiner ersten Arbeitsstelle war Professor Heisenberg, Nobelpreisträger, Entwickler der Quantenmechanik. Er hatte eine faszinierende Persönlichkeit, hat in aller Bescheidenheit sich angehört, was die jungen Leute zu sagen hatten, ist darauf eingegangen. Ein zweiter war Professor Yukawa in Japan, ebenfalls Nobelpreisträger, der Entdecker der Kernkräfte. Auch er hatte ein umfassendes kulturelles Wissen und Interesse und ist auf die Leute in einer faszinierenden Weise zugegangen. Das waren Persönlichkeiten, die mein Leben geprägt haben. Europa muss demokratischer werden. Das EU-Parlament muss die Rechte bekommen, die ein Parlament in einer Demokratie hat. Es muss erstens gelten, dass eine Stimme von jedem Menschen in der EU gleich viel wert ist. Es geht nicht an, dass eine deutsche Stimme nur ein Elftel dessen ist, was zum Beispiel eine Stimme in Malta oder in Luxemburg wert ist. Wir alle sind gleiche Menschen. Es gibt das Prinzip One Man, One Vote. Das ist in Europa in krasser Weise verletzt. Das EU-Parlament muss auch das Recht bekommen, Gesetzesanträge zu stellen, also Gesetze neu zu beantragen. Es muss über alle Dinge diskutieren können. Über Außen- und Sicherheitspolitik zum Beispiel. Nach den Vorschriften muss das EU-Parlament nur zeitnah informiert werden, wenn eine kriegerische Auseinandersetzung ist. Es darf nichts entscheiden, darf nichts mitbestimmen hier. Die Regierung der EU ist ja die EU-Kommission. Sie ist nicht gewählt. Sie ist dem EU-Parlament keine Rechenschaft schuldig. Das ist keine Demokratie. Auch der Ministerrat hat nicht die Rolle einer zweiten Kammer. Er hat viel zu viel Macht. Er kann Gesetze zumindest anregen. Er kann überhaupt die Aufträge geben, Freihandelsabkommen abzuschließen. Er ist überall involviert, das EU-Parlament nicht. Das geht so nicht. Und das erzeugt auch bei vielen Leuten großen Frust gegenüber Europa. Wir brauchen eine neue Verfassung für Europa, eine wirklich demokratische Verfassung.